Der Adler hat uns hier in sein Nest eingeladen. Ich hoffe, das ist nicht sein Nest, aber ja, egal. Auf jeden Fall hat auch Tails gefangen. Und wir müssen jetzt in die nächste Zone, den Kingdom Valley. Und ich hoffe, ihr seid bereit für eine ganz gefährliche Erkundung und die Sammlerei der Silbermedaillen, weil das wird stärker Tobak, das sage ich euch. Gerade der 10., den habt ihr schon angeguckt, wird der heftigste von allen werden. Aber seht selbst. You look like you're in a hurry. So, what's going on? Circumstances have changed. I need to rescue the princess. Silver, we don't have time. Let's get to Elise right away. Elise retten? Wir zusammen mit Silver? Oh mein Gott, das kann nicht noch einfacher werden, ne? Okay, gut, die haben erstmal alle getötet. Das ist schon mal wenigstens mal eine gute Neuigkeit. Und damit würde ich mal sagen, legen wir mal los. Die erste Medaille kommt natürlich erstmal sehr spät. Und zwar gibt es hier in dem Abschnitt schon 3 insgesamt. Für alle, die es so interessiert. Ein bisschen kenne ich die Zahlen hier schon. Und ich kann sagen, der zweite wird heftiger. Also, da bräuchte ich zwar eigentlich den Glitch. Aber auf den Glitch kann ich leider nicht zurückgreifen. Von daher müssen wir uns damit eine andere Mitte bedienen. Aber ja, wir sind ja nicht ganz Fähigkeiten los, ne? Wir haben ja noch unsere Astfähigkeit Nummer 1. Naja, wir brauchen uns eigentlich nicht. Guck mal, wir sind gut. Keine Ahnung, warum die das bei Gistix entfernt haben. Ach, ich habe keine Ahnung, ne? So, dann wollen wir mal da auf dem Weg lang. Ich dachte gerade, dass Sonic vorbeigeflogen ist. 1, 2, 3 und... Yes, Alter. Alter, das läuft ja echt wie geschmiert. Wobei, wenn ich jetzt auf Score gehe, ich glaube, das ist keine so gute Idee, weil wir werden den Score eh verlieren. Spätestens beim, ja, bei der Speedpassage, ne? So, raus mit dir. So, jetzt kommt es. Der wird schwer. Ich habe die nicht schon gesehen, wo die ist. Die ist nämlich da. Aha, wir haben es schon mal. Jetzt müssen wir da irgendwie da hochkommen. Da oben ist die... wenn wir es darüber schaffen, haben wir eine Chance. Eine realistische Chance. Ja. Wir haben keine Chance, ne? Wir kommen da nicht rüber, oder? Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Und das ist die Frage, wie wir das schaffen sollen. Weil da drüben finden wir die zweite, ja. Ich muss die Kamera wieder umgedreht lassen. Ich habe nur eine Chance. Oder auch nicht. Ich wollte eigentlich gerade mit dem Trick versuchen, aber... Hat ja funktioniert. Hätte ja auch funktionieren können, ne? Nein, Adler, du kriegst mich nicht. Da gibt es ja auch eine noch. Ja, für die zweite wird ja empfohlen, dass man hier den eine ganz bestimmte Fähigkeit benutzt, aber auf die können wir leider Gott nicht zurückgreifen. Oh Gott. Dreh die Kamera. Jetzt. Kann man nicht springen einfach? Ich dachte, man könnte einfach springen. Ich glaube doch, ne. Schade. Scheint keine andere Möglichkeit zu geben, darüber zu kommen. Schade eigentlich. Naja, muss mir wahrscheinlich dann auf meine Liste schreiben für später. Schade eigentlich, aber uns fehlt leider doch noch etwas. Uns fehlt leider noch die Cheater-Fähigkeit hier in dem Spiel und die werden wir uns auch holen müssen. Moment, kannst du es eigentlich? Ne. Er kann nur das, was er kann, ne? Na dann, Silver. Hau das Zeug dem mal ins Gesicht, so. Ja, das war doch eigentlich nicht schlecht. Ich meine, dank unserer kleinen Ringsammlerei haben wir auch wieder uns ein paar Leben zusammengeholt. Und ihr seht auch schon die nächste, ne? So, dann wollen wir uns die mal holen, ne? Ja, das war doch eigentlich ganz easy. That was easy, ne?
So, ihr Gegner, ich habe für euch eine schöne Überraschung. Die nennt sich Zorn der starre Kugeln. Kommt das Ding mal runter, ja. Naja, die starre Kugeln sind halt das Geiste eigentlich in dem Spiel, ne? Moment. Und? Let's go! Aber man kann nämlich keine Geschosse mitzunehmen, oder? Ich dachte, man kann das. Weil rüberfliegen schaffen wir nicht. Das schaffen wir überhaupt nicht aus der Distanz. Oh mein Gott. Ich würde sagen... 1. Ey. Hallo, beachte mich. Ich versuch's einfach mal trotzdem. Ich hab abgeblockt! Hä? Fick dich! Ins Knie, Junge! Ich hab den getötet! Hau das runter, bitte. Genau. Hallo, Kiste. Du kannst runter. So, jetzt die Frage, ob das... schaffen wir uns mit ein bisschen Tricks rüber zu cheaten. Oh ja, definitiv. Der Trick ist immer wieder sehr nützlich mit der Kiste, nicht wahr? So, ich werde jetzt die Kiste mal missbrauchen als... Hilfsfahrzeug von Silver the Hedgehog. Und da kommen plötzlich auf einfach zwei Kisten vom Himmel geflogen. Da kommen Kisten vom Himmel. Wie geil. Ich habe Leben. Hallo. Rakete. Hat getäuscht und abgeschossen. Erstmal kein Ärger von anderen Gegnern. Und das natürlich erstmal positiv anzusehen. Die nächste Medaille kommt ja auch gleich, aber bis dahin dauert es etwas. Und ihr vor allem stirbt doch mal. Ey! Starre Bälle! Hallo, beruhigt euch doch mal! Ich bin euer Freund! Was fällt euch ein? Ja, das ist euer Feind! Bringt den um! Nicht mich! Wie die mich einfach eiskalt angreifen, also. Das sind echt unsoziale Stachelkugeln, das sag ich euch. Also, wenn ihr solche Stachelkugeln jemand sehen solltet, dann sagt ihr ins Gesicht, ich hasse euch, weil die werden mit euch keine Freude haben, ne? Und jetzt. Und jetzt verreckt doch hier. So, haben wir schon mal ein bisschen hier für Ordnung gesorgt hier. Oh, verreckt doch hier alle miteinander. Lebt noch einer. Ja. Hallo. Verreckt bitte. Danke. Das schon, da wollten die verrecken. Hätte ja auch sein können. Jetzt gehen wir da wieder um die Ecke, ne? Zeit, Treppen herzustellen. Ich meine... Na, Silver hat mehrere Hobbys. Und auch Treppen zu machen, ne? Weil... not bad. Haben wir jetzt hergecheatet oder was? Na klar. Machen wir einfach mal so, ne? Hallo Adler, entführ mich doch mal. Hatte mir ja so viel Spaß gemacht. Ich bin immer kurz in Gedanken nochmal durchgegangen, wo die ganzen Dinger sind, die restlichen, weil die kommen jetzt auch so langsam. Na gut, jetzt die nächsten nicht so schnell. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen so unseren Spaß hier. So. Raus! Lebt da nicht noch einer von euch? Du lebst ja noch, ne? Wisst ihr, jetzt wäre die violette Fähigkeit am Geist, aber die kriegen wir leider noch nicht, weil wir halt heiße wie die Nacht sind.
Hallo? Ist er noch nicht gestorben, ist deswegen? Das ist ja... ja, unglaublich. Ganz ruhig, mal gucken, vielleicht können wir ja gleich das so machen, ne? Warum uns anstrengen? Wir können einfach so machen. Moment mal, kann man da drauf? Ich wollte mal immer noch gucken, was hier oben ist, ne? Ist Unverwundbarkeit. Cool. Hallo. Na, Bitches. Habt ihr nicht kommen sehen, ne? Dass ihr mit Unverwundbarkeit aufkreuzt. Oh mein Gott. Gibt's auch in dem Spiel, ne? Unverwundbarkeit. Kommt noch relativ selten vor, dass die mal so zur Schau gestellt wird. Aber... Alter! Chill doch mal daneben! So. Ein Stück runter. Hey. Das hätte uns ja auf den ersten Abschnitt helfen können, ne? Mal so drüber nachgedacht? Ja, noch nicht, ne? Ich meine, denken. Ich, Chaos, denken ist meine große Stärke, ne? Aber ich probiere es mal aus, sobald wir den Abschnitt erreicht haben, nochmal, wenn wir dann die neue Sammelrunde machen, dass wir das gleich mal ausprobieren, ob man das auch damit vielleicht schaffen kann, ohne diese violette Fähigkeit einzusetzen. Kann ja sein. Jetzt kommt es auf einmal, ob wir das hinkriegen. Ich weiß, wie man das schaffen muss. Eins. Hab ich. Perfekt, wir haben schon mal die eingesammelt. Die nächste kommt ja auch bald. Die kommt ungefähr gegen Ende des Abschnitts, nur um es mal vorab zu spoilern. Weil Spoilern ist ja meine großartige Stärke, ne? Wobei, ich bin schon ehrlich gespannt, ob ich den vorletzten schon kriege, ohne mich ja hier zu blamieren vor euch. Ja. Auch down. Lebt noch einer? Ja, du lebst noch. Oh, ich glaube, ich müsste eigentlich alle erwischt haben, oder? Ich hoffe mal, das war der letzte. Ja, das war ja. Da haben wir mal Glück gehabt. Warum nehme ich eigentlich Speed auf? Ist eigentlich kein guter Ratgeber, das zu machen, ne? Ich werde den Weg nehmen. Der scheint mir mehr als sicher, ne? Der scheint mir sehr sicher, ne? Oh, shit. Haben wir das geschafft, ohne Schaden zu nehmen? Alter, mein Können wird ja immer besser. Bislang haben wir ja noch kein Leben hier verloren in der Zone, muss man mal dazu sagen. Ehrlicherweise. Das heißt aber lange noch lange nichts bei mir, ne? Wie gesagt, wir müssen ja immer noch die letzten drei einsammeln und die werden unser Leben garantiert auf den Kopf stellen. Jetzt ist es ganz wichtig aufzupassen. Jetzt kommt die Kurve, genau. Der geht darum, genau. Jetzt kommt's gleich. Jetzt kommt sie, an der... Oh Gott. Und jetzt schnappen sie uns. So, wer hat mich angegriffen? Wer war das? Wer wollte unbedingt aufs Maul, ne? Ja, das sieht nicht gut aus. Echt, Silver? Danke. Danke, dass du mir hilfst hier. Das ist cool. So, ich bin jetzt ganz ruhig und jetzt fangen wir an. Holen wir uns Nummer 9. Der kommt ja gleich. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, dann ist auch kein Problem, ne? Bitte stirb mich jetzt wirklich nicht bei der Arbeit. Wow! Ohne zu sterben! An denjenigen, der das Video gemacht hat, wo ich mir immer so meine Infos herhole. Hier, so macht man das. Jetzt hole ich mir den letzten noch und dann haben wir es geschafft. Dann habe ich erstmal
Dann habe ich erstmal hier Ruhe. So, Speed abnehmen. Nehme ab, Speed. Aua, das wollte ich jetzt nicht auf die Fresse kriegen, aber... Ich will es einfach probieren. Vielleicht habe ich das sogar auch. Ich probiere es aus. Genau, da kommt der. Da müssen wir oben entlang. Hab sie! Holy shit! Holy fuck! Wenn ich das jetzt schaffe zu überstehen, ohne zu sterben! Ich bin no-death da durchgerannt! No joke, Alter! Ringe hab ich. Sicher sind wir. Wir are safe. No death, ihr Bitches! So macht man das! Yes! Alter, man sagt immer, ich krieg das so, man krieg so death nie hin, einfach so beim ersten Try. Hier, seht mich an! No death! Ich bin durch! Und dann nehme ich selbst diesen B-Rang in Kauf! Ich hab no death! So läuft das Spiel! Ich kann alles! Oh mein Gott, ich übertreib's gerade jetzt maßloses Fuck, Alter. Ich geil mich jetzt dran auf, dass ich no-death da durchgekommen bin. Obwohl das jetzt echtes Glück war, also dass ich Kick der Valley no-death geschafft habe, also... Da ist mir ein Schrecken weggenommen worden, ein richtig großer Schrecken. Das hätte auch überaus gehen können, aber... Ich hab's geschafft und auf jeden Fall würde ich sagen, eigentlich beende ich auch den Part. Im nächsten Mal geht's hier weiter. Kommentar werde ich vergessen, bis zum nächsten Part, bis dahin. Und ich muss es echt damit jetzt echt angeben, Alter. Emmet Control.